Hallo meine Lieben, heute versuche ich mich mal an Pizzabrötchen. Mal gucken, ob die schmecken. So, wir brauchen lauwarmes Wasser, Hefe, Salz, Zucker, Mehl, Öl. Mehr nicht. So, dann, so, was habe ich jetzt? Da. Ich habe Mehl schon, nee, Quatsch, oh, so, langsam. Lauwarmes Wasser, circa 200 oder 200 habe ich. Wie gesagt, lauwarm. Dann habe ich hier Trockenhefe. Das kein Dings. Die löse ich jetzt in dem Wasser auf mit dem Zucker zusammen. Ein Teelöffel. Ups. So, einmal kurz. Das sieht ja schon mal gut aus. So, dann gebe ich 400 Gramm Mehl dazu. Ein Teelöffelchen Salz. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stürmisch. So, dann 2 Esslöffel Olivenöl. Das Ganze vermengen wir jetzt zu einem geschmeidigen Teig. Ihr könnt es natürlich auch mit der Hand kneten. Na, wieso will er denn jetzt nicht? So. Hier den Rest auch noch runter. So, dann, wenn er richtig schön durchgeknetet ist, so circa, also eine Minute kneten. Dann lassen wir den, also formen wir den schön zu einer Kugel, lassen den an einem warmen Ort stehen, warm, nicht heiß, und lassen den circa 30 Minuten schön gehen. Und später formen wir dann unsere Pizzabrötchen davon. So.
So, schön mit einem sauberen Handtuch abdecken. Also sauberen Küchentuch. Wie gesagt, an einen warmen Ort stellen und für 30 Minuten. Später gucken wir uns unsere Kugel an. So, ich stelle ihn in den Backofen, mache ein bisschen. Ja. So. Nicht ganz 50 Grad. Und meine Uhr stelle ich auch mal. Wofür habe ich die? So. Ja, dann würde ich sagen, würde ich mich später dann noch mal melden. Und ja, ich melde mich später dann noch mal. Bis gleich. So, 30 Minuten sind um. Ihr seht, er ist aufgegangen. Jetzt formen wir uns Kügelchen, aber erstmal machen wir uns den Backofen an. Auf Ober und Unter, circa erstmal 200 Grad, 200 Grad vorheizen. So. Wenn der Teig ein bisschen klebt, mach ein bisschen Olivenöl an ihn, an die Finger. Ja. Kriegen. So, welche Größe ist irgendwie völlig egal, ob große, kleine. Ich mache einfach so frei nach Schnauze. Ja, klebt noch mal ganz schön. Ah, okay. So, dann hoffe ich dann mal auch, dass sie schmecken. Also der ist mir ein bisschen groß, der ist mir auch ein bisschen zu groß, also machen wir da mal kleine draus. So langsam. Hier so kleine Bällchen. Da können wir noch ein, zwei drauf machen. Also mir ist es jetzt auch egal, welche Form die haben. Ne, ob das jetzt irgendwie so platte sind oder richtig schön runde. Hauptsache, man kann die so zwischendurch so nebenbei essen. Der ist mir irgendwie auch noch zu groß. Könnten wir mal so ein bisschen von.
könnt ihr natürlich auch alle abwiegen. Wollte ich haben. Oder auch nicht. So. Ja. So, noch mal Mini-Brötchen zum Probieren. Dann würde ich sagen, backen wir die für eine halbe Stunde, lass die aber nicht zu braun werden. Vielleicht aber auch 25 Minuten, je nachdem, wie der Ofen auch so ist. Und ja, dann bin ich echt mal gespannt. Also, wenn... Quatsch. Oh, so, erstmal aus. Viel Spaß beim Nachbacken. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, Facebook, YouTube, und mehr habe ich gerade nicht zu sagen, sorry, jetzt irgendwie bin ich gerade voll verwirrt, ja, also wie gesagt, viel Spaß beim Nachbacken, und bis zum nächsten Mal, tschüss.